Also wir feiern unser 20-jähriges Bestehen. Großes Fest mit sehr viel inhaltlichem Input. Identitätsstiftend, zukunftsweisend. Wir haben uns viel vorgenommen. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu einem ganz besonderen Abend. Wir feiern ein großartiges Jubiläum, nämlich 20 Jahre Hasso-Plattner-Institut. 20 Jahre Hasso-Plattner-Institut ist tatsächlich ein Grund zu feiern, weil das Hasso-Plattner-Institut ist sehr einmalig in Deutschland durch den Stifter, die Persönlichkeit des Stifters, ein Mensch, ein Visionär, ein Pionier dieser digitalen Welt. Mit dieser Intuition von Herrn Plattner ist sicherlich auch zu erklären, vor 20 Jahren auf die Idee zu kommen, ja, wenn wir diese Welt besser verstehen, besser entwickeln, die Chancen nutzen wollen, dann brauchen wir Leute, die in der Lage sind, da neue Anwendungen zu bauen. Ich habe ja nicht Informatik studiert, sondern Elektrotechnik, und mir kam die Informatik immer etwas unterbelichtet bezüglich Engineering vor. Also dachte ich, da kann ich vielleicht zu beitragen, da was besser zu machen. Die Probleme sozusagen auf der Schicht gesellschaftlich, Kundenanwendung, Handhabbarkeit und auf der technischen Ebene zu lösen, das ist etwas, was man hier am HPI ganz mustergültig lernen kann. Also das ist eine fantastische Sache, dass so etwas entstehen kann und selber an seinem Ruf arbeitet. Also es ist ja nicht das Geld, sondern es ist das, was mit dem Geld hier passiert ist. In Deutschland wird der Input in die Forschung als Maßstab genommen, dass man etwas da tut. Insofern wird hier am HPI die gesamte Innovationskette behandelt, wie aus Forschung Prototypen entstehen, aus Prototypen Produkte. Wenn Sie selber drauf schauen, und ich weiß, dass Sie gerade auf eigene Dinge einen sehr kritischen Blick haben. Also das HPI hat einen 9,8 out of 10. Also viel besser kann man es nicht machen. Das hängt mit den Personen zusammen, das hängt mit dem Engagement unserer Professoren zusammen und natürlich mit der Qualität der Studenten, die wir kriegen. Meine erste Erfahrung mit dem Internet, und ich habe gerade mal gerechnet, ist tatsächlich 25 Jahre her. Es gab ein sehr klassisches Geräusch, das ging damals von einem sogenannten Modem aus. Mein Bruder hatte als erstes E-Mail aus den USA mitgebracht und meinte, das könnte man eigentlich besser nutzen als Telefax. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, auch, oh Gott, wie langsam. Also eine interessante Erinnerung für mich ist, dass ich damals vor einem leeren Bildschirm saß, das ich Internet nannte, www, wusste aber gar nicht, wonach ich suchen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss. Da muss man ja täglich in die Bibliothek gegangen sein. Das will ich mir gar nicht vorstellen müssen. Diese 20 Jahre zu feiern, da hat sich ein wunderbarer Anlass geboten. Nach 50 Jahren ist das Internet allgegenwärtig. Wir haben also gesagt, Mensch, die 20 Jahre HPI, die lassen sich wunderbar verknüpfen mit 50 Jahre Internet. Man hat dann in Deutschland ein Förderprogramm ins Leben gerufen und hat dabei sich nicht am Internet orientiert, sondern an DIN und ISO. Wir haben uns nicht drum geschert, sondern gesagt, wir machen das, was wir für richtig halten. Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, als ich das aufgebaut habe, dass ich da vorhergesehen habe, wie das die Gesellschaft, die Wirtschaft uns alle durchdringen würde. Es geht darum, die Chancen, die es für unser Bundesland, die es gerade für Brandenburg gibt, diese Chancen zu nutzen. Und ich glaube auch wirklich, wenn es gut gemacht wird, dass es nicht weniger, sondern mehr Arbeitsplätze sein werden. Looking at it today, I would say the internet has the most profound impact on humanity and also on businesses. Kunden haben eine größere Auswahl als jemals zuvor. Und das Schöne ist, das Wettbewerb, wie so vielen Industrien, macht es halt im Endeffekt besser. I think AI is a tool which will enable our engineers to address the real problem, which is zero carbon. The internet enables us to build products which are more reliable, more efficient, much cleaner for the environment.
it's the technical skill that we need from the people, but then we need also to have a different mindset, to be open to change. I think it's absolutely important that we as the big German companies are staying to Germany. Als Land der Dichter und Denker glaube ich, dass wir eine gute Voraussetzung haben, auch in neuen Technologiesprüngen einen Unterschied zu machen. Zu Gast haben wir HPI-Alumni, die sehr erfolgreich in Wirtschaft und Wissenschaft sind. Gründet eure erste Firma spätestens mit 25. Bleibt nicht an der Uni, um euren Doktor zu machen. Also wenn ich es recht in Erinnerung habe, hast du auch promoviert. Du hattest mich ja gefragt, ein bisschen provokativer heute zu sein. Warum sollten wir den ganzen Spaß jetzt eigentlich bauen? Nicht etwa, weil wir es technisch können. Und das muss man mal wieder aufrufen. Warum lösen wir denn jetzt dieses Problem? So, ich bitte Sie einmal alle aufzustehen. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Was wäre das HPI ohne Design Thinking? Dazu möchten wir Ihnen heute eine kleine Kostprobe geben. Wir können ganz viele tolle technologische Dinge tun, aber für wen sollten wir das tun? Das ist dieser Faktor Mensch. Und genau diesen Faktor Mensch bringen wir jetzt ins Spiel. Vielen Dank. Das bezahlen wir tatsächlich digital. Das bietet den Menschen weltweit Chancen und Möglichkeiten. Ungefähr 2 Milliarden Menschen haben heute keinen Zugang zum Finanzsystem. Es gibt Anbieter, die jetzt in der Lage sind, diesen Menschen den offenen und freien und kostengünstigen Zugang zum Finanzsystem zu bereiten. Je eher sich so viele Menschen wie möglich in die Gestaltung öffentlicher digitaler Räume einbringen, desto eher kommt am Ende etwas dabei heraus, wovon die Gesellschaft als Ganzes profitiert. Should then Facebook hire thousands of journalists who are distinguishing good news from bad news? One company decides what 2.5 billion people in the world are reading, what is right, what is wrong, what is fake, what is true. This, I think, cannot be accepted. Das Internet ist nicht kontrolliert und das sind Punkte, um die wir uns auch mit Regulierung kümmern müssen. Wichtig ist ja auch zu sehen, dass es nicht darum geht, jetzt neue Maßstäbe für die digitale Welt zu entwickeln. Wir haben doch die Maßstäbe uns jetzt über die letzten Jahrhunderte mühsam erarbeitet. Ich glaube, es war eine ganz interessante Mischung. Ich freue mich, dass Sie morgen wieder da sein werden. Welcome, so my name is Matthias Weske. I'm the chair of the Business Process Technology Research Group, HPI. Heute ist ein Tag, wo sich die Lehrstühle vorstellen, die Forschungsprojekte vorstellen. We're trying to look at how people will interact with computers in the 20 to 50 year future. We look at software maps, at software analytics. An application area we work on is cyber physical systems. Es geht um die Interaktion mit den Gästen, die dann hier zwischen den verschiedenen Ausstellungsständen die jeweils zu einem Lehrstuhl, zu einem Großprojekt vorhanden sind, dort ins Gespräch kommen. Für uns ist Digital Health wesentlich mehr als die Erfassung von Daten in der Gesundheitsversorgung. Das Thema Digital Health ist ja jetzt sehr prominent am Hasso-Plattner-Institut. Also in den Fachbereichen sind jetzt viele junge, talentierte, hochmotivierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt. The students have benefited not only from the stipends, but also from exchanging ideas. Die Kooperation findet eben auch statt auf der Basis von Doktorandenausbildung. Wir haben seit 15 Jahren das Forschungskolleg und wir haben seit 2009 Außenstellen. The main topic is massive data analysis and knowledge discovery. The work that we're doing through the HPI Research School is building up the capacity for education and research throughout Africa. This proposed HPI school at UC Irvine will involve research in AI, machine learning and data science. And we're looking forward to a very productive partnership with HPI. Wie bin ich überhaupt auf Design Thinking gekommen? Ich bin einfach auf der Suche gewesen nach neuen Methoden. Wie kriege ich ein Team zusammen, das neu zusammengekommen ist? Und da habe ich mich umgehört und bin ich hier drauf gestoßen. Wir feiern 20 Jahre HPI, aber gleichzeitig auch 10 Jahre HPI Academy. Wir bringen Design Thinking in Unternehmen. Und in diesem Rahmen veranstalten wir heute eine Talkrunde mit Kunden, die wir schon sehr lange begleiten. Ich glaube, man braucht eine fundierte fachliche Ausbildung. Die Kombination zwischen Problemen im Geschäft, Userverständnis und der Erfahrung vom HPI ist aus meiner Sicht super, super erfolgreich.
Und deshalb haben wir herzlich eingeladen zu unserer zweiten Startup Connect Messe. Wir haben 13 Aussteller. Anlässlich der 20-Jahr-Feier zeigt das HPI, was es geleistet hat. Und dazu gehören auch die Startups, die das HPI hervorgebracht hat. Die Aussteller sind alles Alumni des HPI, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Ich glaube, ohne dieses über den Tellerrand schauen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht zum Unternehmertum gekommen. Das HPI hat mir da in gewisser Weise schon gezeigt, was da noch möglich ist. Wir haben auch sehr viel Gründungsunterstützung bekommen, als wir dann konkret wussten, wir wollen daraus eine Firma gründen. Dann am Abend des zweiten Tages, da sind dann alle Mitarbeiter, alle Studenten eingeladen und im großen Festzelt gibt es dann die Geburtstagsfete. Wir haben auch vom allerersten Studiengang hier am HPI einen Vertreter. 1991 fing ich damals an zu studieren und früher waren wir ein ganz kleines Häufchen, 80 Leute, die anfingen. Und jetzt, das geht ja in die Tausende, die inzwischen einen Abschluss haben. Viel Spaß euch allen mit Mia! Im Zelt nebenan gibt es eine Fotobox für alle, die Erinnerungen vom heutigen Abend haben wollen. Wenn ich so zusammenfassend sagen soll, was es am meisten ausmacht, sind es die Menschen, die man hier kennenlernt. Dass so viele Leute so viel vorwärts bringen wollen, gemeinsam. This atmosphere here is quite relaxed. Und in 20 Jahren das zu erreichen, ist, glaube ich, eine echt gute Leistung. Nein, alles für die